Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Video mit einer Textaufgabe, die erstmal gelesen werden muss, damit wir wissen, worum es geht. Eine Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks ist 3 Meter länger als die zweite. Ah, schon ein ziemlich langes Dreieck. Die Hypotenuse ist doppelt so lang. Hypotenuse wird manchmal auch nur mit doppelt so lang wie die kurze Kathete. Also wir brauchen jetzt erstmal hier eine Skizze. Zack, zack, zack. Wir haben hier eine kurze Kathete, KK, und eine lange Kathete, LK. Hat nichts mit Leistungskurs zu tun. Und hier haben wir die Hypotenuse. Kann man auch gerne mit Hypotenuse oder Hyp oder Hü oder H, je nachdem, wie man das haben will. Ich nehme das jetzt mal mit Hü. Jetzt können wir sagen, okay, was steht hier? Die eine Kathete ist 3 Meter länger als die zweite. Das heißt, diese lange Kathete ist gleich die kurze Kathete plus 3 Meter. Ja, wenn wir jetzt uns das nochmal vorstellen, wenn die lange Kathete 7 Meter lang ist, dann ist die kurze Kathete 4 plus 3, also 4 Meter lang. Dann ist das hier tatsächlich die kurze und die ist auch tatsächlich 4 Meter kürzer als die lange. Und die Hypotenuse ist gleich doppelt so lang wie die kurze Kathete, also zweimal die kurze Kathete. Und dann ist das Ganze ja auch noch ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, dieses hier gilt aus der Beschreibung dessen, was hier steht. Und das rechtwinklige Dreieck sagt ja immer noch a² plus b² gleich c². Wobei uns das in dieser Form jetzt hier natürlich wenig bringt. Aber wenn wir wissen, dass wir hier immer die Kathetenquadrate addieren, dann können wir natürlich hier jetzt relativ schnell übersetzen, dass wir kk², das heißt ja nicht k mal k, ja, also nennen wir ruhig KK als ein, wir nennen den mal so, plus lange Kathete zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Wer das anders haben möchte, der kann natürlich jetzt auch sagen, okay, das hier war die eine Skizze, weil ich da wusste ich noch nicht, was lange Kathete, kurze Kathete ist. Man kann hier auch A, B und C einfach dazu schreiben und dann rechnet man mit dem Ding hier. Das dafür ist bei manchem Lehrer angebracht, weil der mit KK und LK irgendwie, das ist ihm irgendwie dann, oder, ne, das geht dann nicht. Das gibt dann nicht die volle Punktzahl, das ist zu kreativ oder sonst irgendwas. Es gibt da verschiedenste Typen irgendwie und da muss man sich ein bisschen dran anpassen, irgendwie, damit man die volle Punktzahl hinterher kriegt. Das ist das, was ich sagen wollte. Gut, jetzt können wir natürlich hier einsetzen. Für LK kann ich KK plus 3 Meter machen. Und für Hypotenuse kann ich 2 mal KK einsetzen. Dann habe ich eine Gleichung, wo nur noch KK drin vorkommt. Gut, also steht hier KK Quadrat, ich mache jetzt hier die Anführungsstrichelchen nicht mehr, plus KK plus 3 Meter zum Quadrat ist gleich 2 mal KK zum Quadrat. Hier brauche ich tatsächlich Klammern, denn die 2 muss ja auch mit quadriert werden. Jetzt können wir das ausrechnen, hier nach der binomischen Formel, hier nach dem Potenzgesetz, dann steht da kk² plus kk² plus 6kk plus 9. Ja, binomische Formeln ansonsten nochmal gucken, wenn das jetzt hier zum Stutzen bringt, 4 mal kk². Jetzt habe ich hier eine Gleichung, wo nur noch kk drin vorkommt und hat nichts mit kaka zu tun, ja, ist nichts, also egal. kann ich jetzt hier sehen irgendwas Quadratisches, was Lineares und was Absolutes. Also kann ich da hinterher die PQ-Formel dazu anwenden. Na gut, holen wir also den ganzen Teil hier rüber und fassen dann die KKs zusammen. Dieses hier sind ja KK plus 2, KK Quadrat plus KK Quadrat ist ja 2 KK Quadrat minus 4 KK Quadrat sind dann, hier müssen wir minus 4 KK Quadrat schreiben, dann sind das hier minus 2 KK Quadrat plus 6 KK plus 9 gleich 0. Teilen wir das Ganze durch minus 2, weil wir jetzt genau sehen können, wie das die PQ-Formel benutzt werden soll. Dann steht da kk² minus 3kk minus 4,5 gleich 0. Das werde ich jetzt hier oben einschreiben. Nochmal die Lösung davon. Das hier ist ja p und das hier ist q. Also haben wir x12, nein, kk12, ne? Kk12 ist gleich 1,5, ist nämlich die negative Hälfte von minus 3, plus minus Wurzel aus. Hier kommt das Quadrat hin, sind 2,25 und das war das Quadrat davon. Und dann noch minus, minus 4,5, also plus 4,5. Kommt raus, kk1 gleich
ungefähr 4,1. Ja, das kann man auch genauer noch machen, indem man hier dann die 6,75 hier zusammenlässt. Ich mache das jetzt aber gerundet, denn KK2 ist gleich was Negatives, es ist minus 1,1. Und eine negative Länge können wir nicht gebrauchen. Lassen wir also in dem Fall weg und sagen, okay, KK ist definitiv jetzt 4,1. Das ist die kürzere Hypotenuse, das heißt die kürzere Kathete natürlich. Die längere Kathete war 3 Meter länger, also muss die dann ja sein 7,1. Kann man ansonsten in diese Bedingungen, die ich hier vorher hingeschrieben habe, LK war ja KK plus 3 Meter, kann man das nochmal einsetzen. Und auch bei der Hypotenuse war das ja 2 mal KK, 2 mal 4,1 sind also 8,2. Implizit war das ja schon die Frage, wie lang sind Hypotenuse, kurze Kathete und lange Kathete. Hier sind jetzt die Werte. Und wichtig, wenn hier Meter steht, müssen wir hier auch Meter hinterschreiben, damit wir das dann hinterher in den Antwortsatz auch mit einwurschteln können. Und wir können das Ganze natürlich jetzt auch noch überprüfen, indem wir es in diese Zeile hier einsetzen. Dann steht da nämlich 4,1 zum Quadrat plus 7,1 zum Quadrat. Sind das wirklich 8,2 zum Quadrat? Jetzt habe ich das ja nur da eingesetzt, deswegen nehme ich die untere Zeile jetzt hier wieder weg. Und auf der linken Seite kommt jetzt bei mir 67,24 raus und das sind ungefähr 67,22. Wir müssen davon ausgehen, weil wir hier gerundet haben, können wir nicht mehr zu einem wirklich absolut perfekten Ergebnis kommen, aber die Probe, das ist schon ziemlich nah dran. Ja, wenn wir jetzt hier statt mit den gerundeten 4,1 rechnen, sondern mit dem, was da tatsächlich jetzt rauskommt. Ich mache das mal. 1,5 plus die Wurzel aus 6,75. Da kommt da nämlich raus 4,09807621. Und wenn du das statt 4,1 nimmst, dann dürfte hier hinterher tatsächlich auch nicht nur ein ungefähr kommen, sondern ein Gleichheitszeichen. Hier kommt Gleichheitszeichen, das Schild ins Bild geschwirrt, denn das Video ist nunmehr vorbei und deswegen kommt jetzt das Geschrei und es heißt, tschüss und auf Wiedersehen!